Grüß dich und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian und heute baue ich mit dir eine Terrasse. Schritt für Schritt zeige ich dir, worauf du achten sollst. Diese Terrasse beispielsweise steht auf Rasen und das Ganze ohne ein einziges Fundament. Ja, wie ich das gemacht habe, worauf du achten sollst und wie du das Ganze Schritt für Schritt bauen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Damit wir auch lange was von unserer neuen Terrasse haben, ist der Untergrund sehr, sehr wichtig. Ich baue die Terrasse hier auf ein freies Stück Rasen auf und habe vorweg mit einem Spaten so ein bisschen versucht, die Unebenheiten auszugleichen, indem ich von links nach rechts die Erde ein bisschen aufgeteilt habe. Im Anschluss habe ich das Ganze verdichtet und mit Folie ausgelegt. Die Folie soll später das Durchdringen von Unkraut verhindern. Im Anschluss habe ich noch 20 Säcke Kies in etwa auf der Fläche gleichmäßig verteilt. Das dient einmal damit, dass ihr das Ganze noch mal ein bisschen ausgleichen könnt bzw. anpassen könnt, weil ich habe hier wirklich ein Gefälle von 20 bis 30 cm gehabt. Und es dient als Untergrund für unsere Fundamente. Und als Fundament verwende ich einfach 30 x 30er Terrassenplatten. Diese liegen bei einem Stück von 2 bis 3 Euro. Und insgesamt habe ich 35 Stück verwendet. Diese Terrassenplatten eignen sich wunderbar als Fundament bzw. als Untergrund für unser Balkenlager. Und jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, wie ich genau auf 35 Stück komme. Das gibt mir die Bedienungsanleitung von MyHarry. Besser gesagt, ihr könnt das Ganze online erfassen. Ich habe mir 35 Balkenlager zusammenstellen lassen von MyHarry und das Tolle daran, die könnt ihr hier von der Höhe her verstellen. Das ist ein ganz, ganz tolles System für die Unterkonstruktion, die wir gleich benötigen, um unsere WPC-Dielen zu verlegen. Und so ein Balkenlager wird einfach auf so einer Terrassenplatte abgelegt. Zusätzlich gibt es nochmal zu erwerben Nivellierplatten. Diese gleichen das Ganze so ein bisschen aus, wenn das Ganze so uneben ist, wie ihr hier sehen könnt. Und das Besondere an solchen Balkenlager ist, dass ihr die Höhe verstellen könnt. Ich habe jetzt hier welche von der Höhe von 90 bis 150 mm, sprich wir können eine Neigung dementsprechend anpassen. Und hier ist auch der Konfigurator. Ihr könnt das Ganze hier ausrechnen lassen, wie viel Balkenlager ihr braucht. Wie viele Quadratmeter hat deine Terrasse oder Balkon etwa? Wir haben 12. Dann wählst du hier WPC-Dielen aus. Sind alle Angaben zum Projekt korrekt? Yep. Und da steht, du benötigst ca. 60 Stelzenlager. Dementsprechend können wir dann auch gleich unser WPC-Dielen auswählen. Ich habe mich hier für diese Variante entschieden. Und der Kalkulator stellt dir quasi alles Nötige, was du für deine Terrasse brauchst, zusammen. Nachdem unser Material geliefert worden ist, können wir auch loslegen mit dem Projekt. Es gibt für euch auch nochmal eine Kleinigkeit. Es gibt einen Rabattcode. Alle Infos von MyHarry findest du nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nachdem wir das Ganze nochmal ein bisschen gerichtet haben mit einem Gummihammer, können wir auch loslegen mit der Unterkonstruktion. Nochmal zu erwähnen, wenn du jetzt das Ganze nicht auf einer freifliegenden Fläche baust, wie ich jetzt, sondern eventuell eine alte Terrasse zur Verfügung hast, Pflaster, Steine, eventuell ein altes Fundament, dafür eignet sich diese Stelzen- oder Balkenlager perfekt. Als erstes beginnen wir damit, unser Aluminiumprofil auf Länge zu schneiden. Dafür eignet sich ein Winkelschneider perfekt. Dann fangen wir mit der ersten Reihe quer an. Das geht ganz einfach. Legt einfach eure Stelzenlager aus, legt dementsprechend Gummimatten drunter, die erste Querstrebe drauf und dann könnt ihr das Ganze mit der Wasserwaage anpassen und dann mit selbstschneidenden Schrauben von der Seite verschrauben. Es ist wichtig, dass ihr wirklich jedes Stelzenlager perfekt ausrichtet und alles in Lot ist. Und so tastet ihr euch erstmal Reihe für Reihe vor. Sprich, wir haben jetzt hier insgesamt, ich glaube, 7 Reihen und die bringen wir alle gleichmäßig auf Waage und auf Höhe. Es ist ganz, ganz wichtig, dass alles miteinander im Lot ist. Aber das ist wirklich mit so einem Stelzenlager kein Problem, weil ihr das Ganze ganz einfach hoch oder runterschrauben könnt. Insgesamt haben wir jetzt doch 5 Reihen, ich habe mich ein bisschen verzählt und das Ganze sollte natürlich jetzt absolut in Waage sein, damit unser Terrassendeck und unsere Dielen später wirklich im Lot sitzen. Und jetzt kommen wir zum Querstreben. Wir machen uns quasi ein Doppelraster und das dient dazu,
dass später ein Schwingen dazu nahezu unmöglich ist. Ihr könnt natürlich auch Holz- oder Kunststoffplatten als Unterkonstruktion nutzen, aber Aluminium ist natürlich die bessere Wahl. Jetzt wird das Ganze vorweg vorgebohrt und dafür verwende ich einen Stufenbohrer und etwas Bohrschneidöl. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir müssen ja von oben hin durchschrauben. Und damit unser Bit dann auch durchgeht, muss das erste Loch etwas größer sein. Und deswegen dieser Stufenbohrer. Und so könnt ihr dann Schritt für Schritt jedes Profil festschrauben. Insgesamt sind es dann quer 7 Stück und das Ganze ergibt dann eine Doppelrasterkonstruktion. Wichtig ist natürlich hier, dass ihr den richtigen Abstand von Stelzenlager zu Stelzenlager bemisst. Sprich, dass das Ganze nachher gleichmäßig ist. Und der Abstand vorne hin, denn das ist nachher unser Ausgangspunkt für unsere WPC-Dielen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, richtig, sieht das Ganze so bei euch aus, die Wasserwaage gleitet förmlich wie durch, ja, wie so ein Schlitten durch Schnee rüber. Und das sind beste Voraussetzungen für eure WPC-Dielen. Ich habe mich jetzt hier für welche entschieden, die sind 150 mm breit und das sind volle WPC-Dielen. Sprich, das ist ein volles Material. Es gibt die natürlich auch nochmal in einer hohlen Variante, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Und legen wir einfach los mit der Montage. Zur Montage braucht ihr eigentlich nicht viel. Einfach die zugehörigen Pakete, also es gibt unterschiedliche Tüten, zwei unterschiedliche Haltesysteme, einmal den linken hier und einmal den rechten. Und die müsst ihr einfach nur festschrauben. Also ihr seht, das vorderste ist oben leicht gesenkt und das gehört auch nach oben. Nicht verwechseln, dass ihr das Ganze umdreht, dann ist die Diele falsch festgeschraubt. Wir fangen jetzt mit dem L-Stück an und das ist unser Startpunkt für die erste Diele. Die schrauben wir dann fest, fixieren das Ganze pro Aluminiumprofil, ein Halter und dann nehmen wir das T-Stück, was ihr gerade gesehen habt, und damit schrauben wir dann die andere Seite fest. Und so könnt ihr dann Schritt für Schritt wirklich eure Diele festschrauben. Das ist wirklich selbsterklärend und ganz, ganz einfach. Und zack, sind wir schon bei der letzten Diele angekommen. Das war wirklich ein Kinderspiel, das Ganze zu montieren. Ihr seht jetzt links, da fehlt eine Blende, das Ganze ist offen. Rechts habe ich schon jeweils die Blenden angebracht. Und das war wirklich auch ganz, ganz einfach. Dank der Unterkonstruktion konnte ich das Ganze einfach von vorne her verschrauben. Wichtig natürlich hier, dass ihr die WPC-Dielen vorweg vorbohrt. Und wer mag, kann natürlich das Ganze nochmal oben etwas abrunden, indem ihr Aluminiumprofile draufsetzt. Je nachdem. Jetzt noch zwei passende Stühle drauf. Ja, und fertig ist unsere freistehende Terrasse. Und ich muss sagen, das Ganze ist wirklich sehr, sehr stabil. Ich habe das Gefühl, als ob ich auf ein Fundament gehe. Und das kenne ich eigentlich so von Terrassen gar nicht. Fertig, würde ich mal sagen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Das Ganze fühlt sich so an, als ob das auf einer Fundamentplatte gebaut worden ist. Sehr, sehr robust, sehr, sehr stabil. Es wackelt gar nichts. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, ihr auch. Alle Infos und vor allem Rabatte findest du nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch den Hersteller und Produkte und alle Werkzeuge. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Würde mich mega über den Handwerker-Daumen nach oben freuen. Und hier sind die nächsten zwei Videos von mir. Vielleicht sind die auch recht interessant für dich. Als nächstes Projekt folgt hier eine Pergola-Markise.
aus Holz, aus Alu, aus Kunststoff, ich weiß es noch nicht, mal schauen. Und genau, das Ganze wird dann noch ein bisschen beleuchtet. Es geht auf jeden Fall fleißig weiter. Bis dahin, euer Mr. Handwerk oder Sebastian. Ciao.